Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Jemen stirbt. Still. Seit über 2 Jahren sehen wir zu, ohne größere öffentliche Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft, wie das arme und stolze Land in die Steinzeit gebombt wird, wie Zehntausende Menschen getötet werden, wie Millionen vertrieben werden, wie sie leiden an Unterernährung und an Krankheiten. Fast 20.000 Fälle von Cholera. Cholera im 21. Jahrhundert gibt es bereits und die Epidemie hat gerade erst begonnen. 500.000 Kinder sind akut schwerst mangelernährt. Das heißt, 500.000 Kinder könnten jeden Augenblick an Unterernährung sterben. 500.000 Kinder, die mit schweren körperlichen und geistigen Folgeschäden werden, rechnen müssen. Wir sehen seit über 2 Jahren nun, wie das reiche kulturelle Menschheitserbe Jemens zerstört wird, die Vergangenheit des Landes. Aber auch die Lebensadern werden zerstört, die Lebensadern, die auch von deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert durch deutsche Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer mit aufgebaut worden sind. Und die Zukunft des Landes wird zerstört, nämlich die Kinder vom Jemen. Der Krieg im Jemen ist die mit größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit und findet kaum Wahrnehmung. Erstens, weil keine Flüchtlinge kommen, weil aus dem Land aus geografischen Gründen schon und wegen der Sperre niemand rauskommen kann. Aber auch, weil die internationale Gemeinschaft, weil auch unsere Regierungen nicht klare Worte finden, über das zu sprechen, was dort passiert. Ich bin sehr dankbar, dass das Auswärtige Amt sehr vieles tut, sehr viele diplomatische Aktivitäten angestoßen hat. Das ist ein großer Beitrag, um den Konflikt hoffentlich zu beenden. Reicht das? Die Frage ist legitim bei der mitgrößten Katastrophe unserer Zeit. Hat diese Bundesregierung alles getan, was sie konnte? Und die Antwort ist nein. Während Saudi-Arabien, während die Vereinigten Arabischen Emirate und andere das Rückgrat des Jemens weggebombt haben und das mit europäischen Flugzeugen, mit europäischen Bomben, mit deutschen Bombenanteilen, während sie Schulen, Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Zementfabriken zerstört haben, Häfen und Flughäfen geschlossen haben, hat die Bundesregierung nicht nur die Genehmigungen für bereits bestehende Rüstungsexporte widerrufen, was notwendig gewesen wäre, sondern auch neue Genehmigungen in diese Länder erteilt. Und die Damen und Herren aus der Regierung finden keine klaren Worte. Im Gegenteil, der ehemalige Bundesaußenminister Steinmeier sprach im Zusammenhang mit dem Krieg im Jemen über legitime saudische Sicherheitsinteressen. Er sagte, das Land spielte weiterhin eine Schlüsselrolle für die Sicherheit und Stabilität in der gesamten Region. Keine Sicherheit für die jemenitischen Kinder. Der Kollege Joachim Pfeiffer von der Union, von diesem Pult aus, am 8.6. letzten Jahres, sagte, er sei froh, dass Saudi-Arabien dafür sorgt, dass auf der arabischen Halbinsel, also auch im Jemen, das Töten von Menschen und der Bürgerkrieg beendet werden. Tut mir leid, das ist einfach nur verblendeter Zynismus. Der aktuelle Außenminister Sigmar Gabriel hat vorgestern eine Presseerklärung verfasst. Er spricht über die humanitäre Katastrophe, er spricht von Cholera, spricht von Hunger, von Krankheiten. Was er nicht schafft auszusprechen, ist das Wort Saudi-Arabien oder auch nur eines der anderen Länder in dieser Koalition. Ich finde, wenigstens das ist man den Menschen in Jemen derzeit schuldig. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Die Situation im Jemen ist nicht nur alleine die Schuld der Koalition um Saudi-Arabien. Die Houthis haben diesen Krieg begonnen. Der Ex-Diktator Saleh hat ihn vorangetrieben. Und die Iraner schauen auch nicht nur friedlich zu. Das ist richtig. Aber genau deswegen kommt niemand auf die Idee, dem Iran Waffen zu verkaufen. Genau deswegen kommt niemand auf die Idee, davon zu sprechen, dass Saleh legitime Sicherheitsinteressen hätte, während seine Milizen die Stadt Taiz seit Monaten abriegeln und keine humanitären Güter reinlassen. Das ist die Heuchelei an der Art und Weise, wie wir mit dem Jemen umgehen. Wir sollten in der Lage tun, was wir können. Dazu gehört das Einstellen der Rüstungsexporte und das klare Aussprechen dessen, was notwendig ist und wie die Lage der Zeit aussieht. Es reichen keine Ausreden mehr. Das hat auch das Europäische Parlament begriffen und sehr neulich
auch einen Exportstopp von Waffen in die Region gefordert. Gott sei Dank auch mit den Stimmen der Sozialdemokratie. Wir hätten heute die Möglichkeit, diesem wirklich klugen Vorbild zu folgen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, das Mindeste, was wir den Menschen in Jemen schulden, ist, auszusprechen, was dort gerade passiert. Als nächster Redner hat Dr. Johannes Wadenthal.